Moinsen! Ich habe noch mal wieder was vorbereitet. Lass mal über das geile Ding hier reden. Die Evil Rank DID, Driver Information Display. Mehr erfährst du nach dem Intro. Was haben wir denn da wieder Geiles? Oh, wir haben uns ja im letzten Video die EPLAB angesehen und das geht so ein bisschen auch in die Richtung und hat sehr ähnliche Funktionen. Dennoch ist es ein ganz anderes Gerät und bietet noch mehr und noch andere Möglichkeiten. Aber ich würde dir das gerne mal im Detail vorstellen. Also lass uns doch mal schnell rüber zum Schreibtisch. Hi, willkommen in der Nahansicht. Oder in der Draufsicht zu diesem wunderschönen Gerät. Hier sehen wir ein wunderschönes Aluminiumgehäuse. Fühlt sich wirklich sehr, 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 sehr wertig an. Macht einen sehr, sehr schlanken Eindruck. Wir haben hier oben das Branding drauf. Wir haben an der Seite haben wir wieder den Connector. Der ist sehr speziell. Das könnt ihr gleich nochmal sehen, wenn es angebaut ist. Der ragt wirklich sehr weit raus, was mir persönlich ein bisschen, ja, finde ich nicht ganz so schön. Wäre toll gewesen, wenn man so ein Eckstück hätte, dass es nach hinten weggeht. Aber das sind so Kleinigkeiten. Wir haben dann hinten dran, haben wir hier die Schrauben für die Halterung. Das sind gängige Schrauben, findet ihr auch in der Beschreibung, wenn ihr das Ganze im Simrail-Shop kaufen solltet. Da könnt ihr dann sehen, was da rein soll. Der gute Denso hat das hier alles verlinkt. Und dann haben wir Katzenfüßchen noch mit dabei. Magst du ein Stück beiseite gehen? Okay, Katzenfüßchen Review. Du stehst im Licht. Kannst du vielleicht ein bisschen. Danke, nicht im Licht stehen. Okay, dann wurde auch nochmal geschnüffelt. Na gut, dann leg dich mit dazu. Was wir hier vorne wieder drin haben, ist der Touchbildschirm. Und dann das Gehäuse umschlingt sozusagen den Touchbildschirm. Also das hier, was wir jetzt hier drinnen sehen in den Öffnungen, gehört auch zu diesem Display. Und das ist einfach durch die Verschalung getrennt. Das Ganze ist Touch, also wir können hier drauf auch rumdrücken und die Dashes durchwechseln. Und hier an den Seiten ist halt von Evil Rank selber das so gemacht, dass hier auch noch Informationen drin stehen und das ist auf dem Bildschirm sozusagen eingeteilt. Aber lasst uns doch das Ganze mal ansehen, wie es aussieht, wenn es angeschlossen ist und in Aktion ist. Willkommen zurück. Na, was sagst du zur Verarbeitung? Großer Fan, bin ich ganz ehrlich. Bis auf den, ja, weirden Connector, der hier dran ist, finde ich das schon sehr, sehr schön verarbeitet. Aber lass uns das ganze Ding noch mal in Betrieb nehmen und dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Und dazu müssen wir in SimHub rein. Wenn wir jetzt also wieder in SimHub angekommen sind, kennen wir ja diesen Bildschirm mittlerweile. Falls du diese Videos hier an der Stelle noch nicht gesehen hast, zeige ich dir das gerne nochmal. Du gehst hier an der Seite auf Add Device und dann kannst du dir hier ein Generic V-Core Screen hinzufügen. Drückst auf OK, dann kommt hier eine Seite, dann kannst du hier Connect to Specific Screen anklicken und dann kannst du hier deine Screen-ID auswählen und kannst hier alles dazu einstellen, was du möchtest. Du kannst dann hier dein Display-Dashboard hinzufügen. Das kannst du dir übrigens bei Simray Shop direkt auf der Seite, gibt es dort einen Link, den findest du unten in der Beschreibung, kannst du hier runterladen, einfach doppelklicken, importieren und dann kannst du ihn hier einstellen. Du kannst hier deinen Idle-Screen einstellen. Den habe ich beispielsweise auch immer hinzugefügt, damit auf allen Devices mein Gesicht drauf ist, weil ich mich so gerne sehe. Und da kannst du auch, wenn du möchtest, unter Controls, was ich kürzlich rausgefunden habe, schöne Grüße gehen raus an Dan Suzuki, kannst du hier beispielsweise dein Dash auch über das Lenkrad steuern oder über irgendeinen Knopf, den du hast. Du könntest das Ganze aber auch über den Display steuern, denn der ist Touchscreen, also du könntest hier überall drauf drücken. Was ich aber nicht so schön finde, denn so ein Knöpfchen drücken ist schon was Feines. Und schwuppdiwupp funktioniert das Gerät. Kleiner Tipp an der Stelle: Ich würde dir empfehlen, einen USB-Hub zu benutzen, der extra Strom hat, also der angeschlossen wird über ein Netzteil.
weil die Dinger verbrauchen doch ganz schön viel Strom und manchmal reicht der Strom nicht aus, der aus dem Mainboard rauskommt. Es gibt Mainboards, da funktioniert das. Bei mir geht das leider nicht vernünftig und dann macht er immer komische Sachen. Also so ein Hub würde ich dir auch empfehlen. Findest du auch in der Videobeschreibung. Nun lass uns doch einfach mal schnell ins Auto reinhüpfen, um zu gucken, was das Ding so kann. Und Wunder, oh Wunder, das kann echt eine Menge. Wenn wir uns nun hier in das Auto reinsetzen, was haben wir denn? Wir können erstmal sehen, dass uns das wunderschöne Gerät sagt, dass der Motor aus ist. Oder, wenn wir die TC umstellen, dass er uns auch sagt, welche TC wir haben. Ob nun TC1 oder TC2. Wir haben jetzt in dem Fall keine TC2 hier. Oder wenn wir das ABS umstellen, das kannst du auch alles beobachten. Du kannst die Bremsballons sehen, was ich auch sehr geil finde. Aber lass uns mal den Hobel anwerfen. Das machen wir mal kurz. Also Zündung ist jetzt an. Und dann siehst du auch gleich, dass der Motor angegangen ist und der springt sofort in den Pit-Limiter-Screen. Er sagt ja auch, wenn der Pit-Limiter nicht an ist. Und dann können wir ja einfach mal rausfahren hier. Wir haben kalte Reifen, wir müssen ein bisschen aufpassen. Und dann drehen wir erstmal hier eine Runde. Das ist der Screen für den Sprit aktuell. Wir müssen mal ganz kurz Georgi ausmachen. Du kannst jetzt hier also den Spritverbrauch sehen. Der wird leider im Singleplayer nicht berechnet. Ich habe das aber für dich schon mal getestet. Und du kannst an der Stelle hier unten sehen, wie viel Sprit du brauchst, wie viel Sprit du hast und wie lange du damit fahren kannst, wie viel Liter du verbrauchst und ob du damit beispielsweise dein Rennen beenden kannst. Was ich total geil finde und mich das komplett abholt, weil manchmal hast du ja so Momente, wo du den Sprit falsch berechnest, also ich zumindest. Und ich kann mir das dann diesbezüglich immer ansehen und das hilft mir total, weil ich einfach nur kurz mal da runter gucken muss und dann haut das hin. Ich habe mir jetzt hier auf mein Lenkrad einen Knopf belegt, wo ich dann noch die Screens durchschalten kann. Beispielsweise haben wir jetzt hier gerade die Reifen, die dir visualisiert auch angezeigt werden in Form von Farbe, also so wie in ACC beispielsweise. Wir machen die mal ein bisschen heiß und lassen die Bremse mal kurz ein bisschen schleifen. Dann kannst du auch gleichzeitig sehen, wie die Bremse sich verfärbt. Also du kannst das in dem Moment auch sehen. Du kannst die Reifentemperaturen sehen. Und du kannst auch gleichzeitig den Druck sehen in Form von Zahlen. Was ich total geil finde, weil man einfach durchseppen kann und sich das angucken kann. Wenn man, so wie ich, sehr gerne die Informationen auf physischen Displays hat und das aus dem Game halt ausmacht, damit das so puristisch, wie es nur geht, ist. Was wir dann hier auch haben, ist der ja ganz normale Bildschirm, wenn du Gas gibst mit dem Ref dazu. Was ich aber persönlich nicht so schön finde, weil die Refresh Rate des Bildschirms ist nicht so hoch und du hast dann hier immer so eine komischen Krisselinien drinne. Braucht man jetzt nicht unbedingt, kann man haben, kann man einstellen, finde ich aber optisch nicht so geil. Auf dem nächsten Bildschirm kannst du die Strecke sehen, deine Position, die Temperaturen etc. und auch die Conditions der Strecke finde ich auch sehr schön, wenn man mal am Durchseppen ist. Was mir aufgefallen ist beim Testen, wenn jetzt viele Autos unterwegs sind und in deiner Nähe sind, fängt der Display an, ein bisschen Schwierigkeiten zu haben. Das liegt auch daran, dass die Refresh Rate nicht sehr hoch ist. Ist jetzt aber nicht unbedingt ein großes Manko, weil man hängt ja jetzt nicht die ganze Zeit an dem Ding und guckt sich das an. Also wenn viele Autos sind, hat er da auch ein bisschen Schwierigkeiten. Wenn wir in den nächsten gehen, das sollte uns relativ bekannt vorkommen, denn das ist fast in allen GT3-Fahrzeugen drin, dass wir sehen können, welche Flaggen beispielsweise sind. Ne? Wenn ich mich jetzt hier mal hinstelle, sollte hier eine Yellow Flag auftauchen und dann siehst du auf dem Display die Yellow Flag. Und da kommen auch alle anderen Flags werden dort angezeigt, ob nun blau, ob du über die Ziellinie fährst, etc. pp. Das wird dir alles angezeigt, egal in welchem Dash du bist. Und das finde ich total toll. Also selbst du könntest jetzt hier, wenn wir in den Sprit reingehen, kommt trotzdem die Yellow Flag und wird dir angezeigt. Das heißt beispielsweise, wenn du nicht unbedingt, so wie ich, ganz viele LED-Flags noch extra kaufen möchtest oder haben möchtest, hast du das hier auch gleichzeitig noch mit drinne und ich finde das visuell auch sehr ansprechend, weil dir das sofort ins Gesicht poppt. So, fahren wir mal kurz durch, weil ich dir nämlich noch mal was zeigen möchte, eine Kleinigkeit. Und zwar möchte ich dir gerne noch hier die Reifen zeigen.
Du kannst jetzt also sehen, dass die Reifen auch ihre Farbe ändern. Also du siehst auch, wenn sie wie Ballons aufgepumpt sind und ins Rote reingehen. Du kannst deine Bremsen sehen, wie es da aussieht. Du siehst die Temperaturen der Reifen. Also alles in allem wirklich ein ganz tolles Medium, um dir Informationen, die es zwar in-game auch gibt, aber extern für die Immersion an dein Rig holen. Kommen wir mal zum Fazit. Wenn wir uns also nun über dieses wunderschöne Gerät unterhalten, was hast du jetzt davon? Braucht man das unbedingt? Ist es zwingend notwendig? Ich würde sagen, es ist eine super nette Spielerei, die dir sehr viel Immersion in dein Rig reinbringt. Was bedeutet das nun? Wenn du sehr gerne zu Hause bei dir puristisch fahren möchtest, das heißt, du hast allerlei Klimbim aus auf dem Bildschirm, dann kannst du das hier über dieses Gerät lösen. Ich persönlich bin ein super, super großer Fan, puristisch zu fahren und das am Rig dran zu haben und die Information auf einen Blick zu haben, ohne dass mein Kopf die ganze Zeit rotieren muss. Also ist nun die Frage, ist es das wert für das Geld? Ich sage ganz klar, absolut. Es hat tadellos funktioniert, out of the box. Alles zum Anbauen war mit dabei. Das Einzige, was ich dir noch an der Stelle empfehlen würde, es gibt sehr schöne, ja, ich sag mal, kleine Kameraarme, die verlinke ich dir unten im Simrail-Shop. Und daran kannst du sozusagen diese DID anschrauben und dann kannst du sie einfach bewegen und hinhängen, wo du möchtest. Du hast aber auch die Möglichkeit, falls du eine andere Halterung hast, eine Weser-Halterung, kannst du das auch darüber anschrauben. Die Möglichkeit besteht auch. Wenn du das nun alles angeschlossen hast und du hast es verbaut, ist es wirklich eine sehr schöne Sache. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin total begeistert über die Verarbeitung dieses Gerätes. Es fühlt sich unglaublich hochwertig an. Also es ist nicht so, als wenn du das Gefühl hast, einen Plastikbomber auszupacken, sondern du fässt was an. Es hat so beim Auspacken diese, wie soll ich sagen, diese gewisse Kühle durch das Metall. Und ich finde immer, dieses Auspacken und es in die Hand nehmen und es ist so ein bisschen kühl, gibt einem immer so ein bisschen so einen wertigen Eindruck. Beim Anschließen gab es überhaupt gar keine Probleme. Es war wirklich auspacken, anschrauben, anschließen und los. Alle Informationen, die du dazu brauchst, findest du beim Simrail-Shop direkt auf der Seite. Der gute Denso hat dort alles für euch verlinkt, was ihr braucht zum Runterladen. Und dann geht das Ding eigentlich komplett steil. Ganz großer Fan. Ich werde dieses Gerät beispielsweise gegen meine E-Pleb, was ihr im vorigen Video gesehen habt, austauschen, weil das hier holt mich ein bisschen mehr ab, weil es ist von der Aufmachung her in der Größe für mich visuell etwas ansprechender. Also lass du mich doch mal wissen, wie du dieses Gerät findest. Das würde mich wirklich interessieren, was du von diesem Gadget hältst und ob du das für sinnvoll befindest oder brauchst du das überhaupt an deinem Rig? Möchtest du sowas an deinem Rig haben? Und dann schreibst du mir einen schönen Kommentar. Drückst das Däumchen hoch oder runter und abonnierst den Kanal, haust nochmal die Glocke rein und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Vielen Dank, dass du da warst. Bis denn, Dance.